Hallo Lieben, hier ist Christian Hinschemeyer, Diplompsychologe, einer der wenigen Menschen, die noch ein Studium haben. Ist ja heute absolut out in meinem Bereich. Also Raketenwissenschaft und Psychologie muss man nicht studieren, auf jeden Fall. Aber gut, genau, heute haben wir mal, also viele hier kämpfen ja so mit auch mal co-abhängigen Tendenzen oder nicht Nein sagen können oder Pluspoligkeit. Und heute haben wir mal eine E-Mail, die so das Problem in so einem ganz anderen Lebensbereich zeigt, nämlich die auch in so einem Beratungskontext. Also finde ich echt eine spannende Frage, die also Fragen könnt ihr mir schicken. Über ein Formular auf liebeschiff.de. Kannst du mal die Seite wechseln? Dann kann ich mal so ein bisschen meinen Arm so ein bisschen drehen. Dann ja, genau, das ist angenehmer für mich gerade. Hallo Christian, hallo Aline sogar. Ihr seid spitze, habt mein Leben und meine Sichtweise verändert. Ich bestärke euch, ich habe meine Kurse und Ausbildung gemacht. Ja, danke dafür. Ich hoffe, nutzt ihr und für mich tolle Preisleistungen sind spitze. Ich habe eine Frage, die eventuell viele andere auch interessiert. Ja, ich bin so im Beratungskontext und habe langjährige Klienten, bei denen ich aufgrund meiner Liebeschiff-Arbeit merke, dass sie mir nicht gut tun. Ja, das ist so, wenn man sich jetzt mal anfängt zu arbeiten. Unempathisches Fordern oder gar tiefenhaftes Verhalten. So was machen manche Klienten, kann man gar nicht glauben, wechseln sich sehr mit positiven Anteilen ab. Ja. Bei neuen Klienten fällt mir rechtzeitiges Ansprechen oder Aufhören der Klienten leicht, was mir auch gerade auffällt, dass hier nicht gegendert wird. Aber ich lese es so vor, Leute. Aufhören der Klienten leicht, bei denen ich schon viele Jahre, teilweise sogar 10 Jahre komme, erscheint es mir unüberwindbar, sie aufzuhören. Also kann ich verstehen das Problem. Ich frage mich sowieso, ob das in irgendeinem Universum Sinn macht, dass man 10 Jahre irgendwo in irgendeine Beratung geht. Das habe ich mich in der sozialen Arbeit also auch immer gefragt. Wenn man da reinkommt, also absolut, ich habe auch keine Kritik an dir oder so, aber ich frage mich wirklich, ob das. Ja, so das habe ich mich auch oft gefragt, stimmt. Weil, also man weiß ja alles und da muss man sich auch fragen, ob vielleicht Menschen nicht auch Beratungskontext verwechseln mit Rent a Friend oder ich hole mir die Energie immer bei dir. So. So, in einer Freundschaft wollen die Kontakte auslaufen lassen, im beruflichen Kontext steht ein klares Schlussmachen ins Gespräch und ich schaffe es einfach nicht. Was sagen? Ich habe Angst vor der Reaktion. Das ist, glaube ich, das Problem, dass du Angst hast vor der Reaktion, weil vielleicht diese Klienten irgendwie mit ihrem Verhalten vermitteln, mit dem Diesenhaften nämlich, ja, dass sie eben nicht so ganz einfach sind und auf Zurückweisung vielleicht eben nicht co-abhängig reagieren, sondern eher nicht so gut vielleicht, ne? Ja. So, am liebsten würde ich das per WhatsApp machen, ja, das wird wohl nicht gehen, ohne weiteres Gespräch, einfach nur raus aus der Situation. Aber das ist ja unhöflich. Ich weiß, dass eine Kundin, die ich im Kopf habe, mich überreden wird, weiterzumachen, sehr begeistert von meiner Arbeit ist, eventuell keinen Ersatz finden wird. Wir haben auch schon Privatdinge unternommen. Ja, das sollte man natürlich nicht machen, möglich so. Aber gut, das Leben ist bunt. Ich sage jetzt auch nicht mal nicht, welcher Beratungskontext das ist. Das ist vielleicht einer, in dem das öfter vorkommt, weiß ich nicht. Aber ist eigentlich egal. Selbst hat immer ein Risiko, wenn man das so sehr mischt. Ne? So, es ist nicht alles schlecht, aber die Übergrifflichkeiten, die immer wieder kommen, stressen mich und nehme ich mit nach Hause. Ich habe auch schon allen Mut mal zusammengenommen und das angesprochen. Wie es mir mit manchen Antworten, zum Beispiel Schuldzuweisen für unglückliche Situationen geht, da kommt keine Einsicht. Ja, da weißt du auch, dass auch 20 Jahre daran wahrscheinlich nichts ändern werden. Ich weiß, dass ich es beenden darf und kann. Habt ihr Tipps, wie man aus einer leider sehr persönlich gewordenen Geschäftsbeziehung gut rauskommt, ist schriftlich ein No-Go. Da wäre meine Angst, dass sie einfach wieder vor der Tür steht, weil sie sich gelesen hat. Die Angst vor der Reaktion ist so groß, eben weil es so persönlich war. Die Leute kommen durchgehend ein bis zweimal die Woche. Oh, das ist über 10 Jahre, das ist echt krass. Ey. Das ist, glaube ich, für jeden zu viel.
Und ich dachte, ich könnte damit arbeiten, um besser damit umzugehen, aber das ist ja das Problem mit der Leadership-Arbeit. Man hält es immer weniger aus, das ist leider so. Immerhin habe ich es geschafft, in zwei Situationen eine Rückmeldung zu geben, was das Verhalten mit mir macht. Ich habe auch das Gefühl, die Klientin wird vorsichtiger, weil ich sehe, dass eben als ihren Charakter an, sie sehen nicht Sinn darin, das Verhalten durch Gespräche zu sensibilisieren, wenn ich das so klar anspreche. Muss ich ihre Persönlichkeit kritisieren? Das fällt mir schwer. Ja, also im Grunde genommen weißt du die Antwort. Ja, also du hast natürlich ein Recht. Das ist also ganz egal, ob das jetzt eine Geschäftsbeziehung ist, eine Freundschaft, eine Mischung davon, hast du jederzeit das Recht, das zu beenden. Und du könntest mal gucken, ob diese Angst, ob das vielleicht schon als in der Kindheit irgendwie nicht Nein sagen durftest, so zu Papi und Mami, Geschwister und so, und das schon Zores gab. Vielleicht nimmst du auch irgendwie so ein destruktives Potenzial wahr, was ja auch manche Menschen haben. Aber was ist die Lösung? Willst du die dann das Unausweichliche jetzt ewig rausschieben, bis du irgendwie mit 93 das beendest, irgendwie nach 40 Jahren? Nee, irgendwann muss es ja sein, da kann es auch jetzt sein. Und vielleicht hilft dir das, mal durchzuspielen, was dann so deine Fantasie ist, was da passieren könnte, und mal zu gucken, das ist ja so eine ganz nette Technik, mal zu überlegen, wenn diese fantasierten Sachen eintreten sollte, also was sie dir so ausmalt, was sie machen könnte, ob das wirklich so eine Katastrophe wäre oder selbst wenn es eintreffen sollte, ob man nicht auch damit umgehen sollte. Aber ich denke, auf den Dauer sollte kein Kunde oder Klient so eine Macht über einen haben, auch mit irgendwelchen Andeutungen oder riesenhaften Verhalten, dass man drin bleibt, bevor man das nicht will. Weil du wirst immer mehr Ressentiment und Wut aufbauen. Das ist ja auch so ein vorabhängiges Thema, was viele nicht auf dem Zettel haben, dass man, wenn man nicht Nein sagt, immer genervter wird und dann vielleicht auch mit Recht mal Kunden auch genervt sind, weil du halt keine gute Arbeit mehr machst, so, ne? Weil du einfach nur noch genervt bist, und das wird wahrscheinlich immer mehr zunehmen. Also von daher würde ich mal sagen, schieb's nicht mehr lange auf. Aber das musst du schon persönlich machen. Also das erhöht, glaube ich, nur das Risiko, dass es irgendwie blöd ankommt, wenn du das über WhatsApp machst oder so. Dann zieh deine Big Girl Pants an und dann ziehst du es einfach durch. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.